Ja, willkommen wieder bei Jules Vlog. Ihr seht es schon, wo ich stehe. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, das neue Patch ist drauf, 4.1, 0.1. BAA ist es. Und ja, erster Eindruck von OG, einmal so rumschwenken. Ihr seht es schon, als ich gerade hier reingefahren bin, Zeppelin, ich war gerade einfach nur noch, oh mein Gott, wie geil, oh mein Gott, wie geil. Also ich persönlich finde OG richtig, richtig Hammer. Und ja, ich bin jetzt das erste Mal eingeloggt. Ich habe gesagt, ich drehe gleich das Video, damit ihr gleich erstmal meine Stimmung mitkriegt und so, wie geil ich es einfach finde. Und ich sabbel jetzt auch einfach mal nebenbei. Und wenn es einfach mal still ist, dann ist es einfach mal still. Also ihr habt gerade gesehen, wo ich runtergesprungen bin. Das war der Zeppelin-Turm. Der fliegt jetzt in OG rein. Anfangs, das Anfangsstart ist auch anders. Das heißt, man bekommt jetzt das. Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, wie ich hinfahren soll. Oh mein Gott, ich bin gerade total. Oh mein Gott, sorry, Leute. Ja, man kommt jetzt das Kataklysm, den Trailer zu sehen. Und ja. Wir fahren jetzt einfach mal irgendwie hier lang und runter und keine Ahnung, wohin es geht. Aber ich fahre einfach mal eine Straße hier hinterher. Wäre es, glaube ich, mal das Beste. Ah, geil, ihr seht schon hier hinten Wasserfall und so. Ah, okay, hier ist ein Aufzug. Da geht es runter in die untere Ebene. Ja, also zum Anfang, ja, sieht man den Trailer von Kataklysm mit noch einem Untertitel. Finde ich relativ geil. Vielleicht nehme ich euch das noch auf, aber ich weiß halt nicht wegen Urheberrecht und so. Ich glaube, ich darf das gar nicht veröffentlichen, euch das Video. Das könnte nämlich Ärger geben, glaube ich. Also, ja, mal gucken. Ich informiere mich da mal und ja, aber wir schauen ja mal. Also, das war mal die Gasse. Also diese dunkle Gasse. Also sie sieht, es ist alles nicht mehr so überdacht und keine Ahnung was. Es ist einfach nur geil. Ah, hier ist die Gasse. Das erkennt man eigentlich ganz gut, finde ich. Da wird gebaut. Ja, okay, man sieht schon. Also so ein bisschen, wenn man sich ein bisschen gut auskennt, dann sieht man das. Hier sind einige neue Dinge hinzugekommen. Teil der Stärken. Hier geht es hoch. Das muss ich mal gleich gucken, mal gleich erforschen, was es da hoch geht. Einfach nur mal gucken, bevor ich es gar nicht kennenlerne. Ach, Abzeichen der Gerechtigkeit und so. Ah, okay. Ach, hier ist schon das neue Gear, also man kann sich blaues Gear angucken und man ist schon besser als alles andere. Ja, ich guck mal gerade, ob ich Stoff finde, um das einfach mal mit meinem Gear zu vergleichen. Platte, Platte, Stoff hier. Ja, ihr seht es schon. 346er Gear, blau. Besser als das, was ich jetzt anhabe. Willenskraft, aber es ist eher heiler, würde ich jetzt im Groben mal sagen, was ich da gerade angefunden habe. Ich gucke mal, ob es da noch Unterschiede gibt. Ja, das ist hier. Das ist Hände, Stoff. Erhöht gleich die Meisterschaftswertung. Also, dass meine Schattenkugeln mehr abprocken. Okay, also schon geil. Was haben wir hier noch? Zeige ich das jetzt einfach mal. Ja. Es ist einfach nur mal kurz. Oh mein Gott, Leute! Ach, 364er Gegenstandsstufe. Schildhand ist besser als meine heroische 277er Schattenseidenspindel. Ja, ey, es ist so krass, ne? Ja, ich bin einfach nur noch gerade fertig und. Es kostet aber alles sehr, sehr viel Gerechtigkeitspunkte. Also
Wer jetzt noch nicht alles hat an Gerechtigkeitspunkten, der sollte vielleicht noch mal ein bisschen was holen. Ich habe genau 4000 Gerechtigkeitspunkten. Ich glaube, mehr geht gar nicht. Da würde ich jeden dazu raten, auf jeden Fall was noch zu holen. Ah, hier habe ich einen super Vergleich. Kopf. Und zwar kann man sich das schon mal angucken. Erstmal richtig geiler Kopf. Ja? Also, wer den nicht einblendet, hat selber Schuld. Oh mein Gott, ja, sehr, sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Aber es ist ein super Vergleich. Einmal, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber die Stats werden unglaublich verbessert. Um 105 Intelligenz, um 232 Ausdauer, was naja teils wichtig ist. Trefferwertung, 162 Trefferwertung. Also Probleme muss man dann mal gucken, ob man es hat. Kritische Trefferwertung 74. Also es ist unglaublich, Leute. Unglaublich. Ich habe hier auch nochmal einen Stab, der würde besser passen als der andere. Da habe ich auch noch eine Hose, aber das sieht man unter meinem Ding nicht. Der Stab. Ah, so eine Glocke oder so. Ja. Ein Hals. Aber es ist ein Katzenhals gewesen. Mal gucken hier. Stoßbeine. Ja, super. Also, ich bin einfach nur noch. Ich will einfach nur noch, dass Kataklysm kommt, um ehrlich zu sein, Leute. Also. Und da weiß ich auch nicht, was ich mir als erstes holen soll. Also, ich muss da jetzt erstmal noch. Ah, hier ist ein Schild. Kann ich euch mal. So ein Schild, ja, bekommt man beim Leveln und das ist grün. Ja, also, ich finde es nicht schön. Ist sehr prollig, mag ich nicht. Ah, hier ist eine Brust. Ja, okay, die passt zu dem Kopf und so. Aber ich sehe hier noch keine Set-Teile. Also, ich kann nicht sagen, ob es. Ah, hier ist. Oh, hier sind blaue und hier sind Z-Teile. Das heißt, man braucht Essenz des Trostlosen. Also, die droppen, denke ich mal, in den Instanzen. Die tauscht man dann ein und dann kann man sich ein Z-Teil holen, würde ich jetzt mal so ganz doof sagen. Das wäre das Schlauste, was ich jetzt so sagen können. Rücken. Also das ist Epic, also lila ist dann 359er Level. Hier Level. Hier. Wie man es halt auch sehen will. Aber es gibt die Set-Teile, würde ich so gern sehen. Also ich fahre hier nur rüber und ich sehe einfach nur noch Plus im Grün und Grün. Relikte, Ringe. Es ist so krank. Es ist einfach nur krank. Hier ist gerade ein Schmuckstück, was sehr geil ist. Und ja. Ja, was noch auch neu ist, dass ja die Portale auch rausgenommen worden sind. Das finde ich auch etwas schade. Hier kommen wir zu dem Z-Teil. Jetzt sage ich es euch gleich. Ja, zu den Z-Teilen kommen wir hier. Ja, einfach nur, einfach schade eigentlich, aber es ist ja so wohl gemacht, dass man das jetzt nicht mehr braucht. Also man braucht OG, also Dalaran nicht mehr unbedingt. Natürlich, wenn man Questen tut und so, aber es soll jetzt in den allgemein in den Hauptstädten so sein, dass überall alles gleich ist. Das heißt, in Dalaran gibt es nicht nur die Markenhändler, sondern auch in OG und UC und Donnerfels und keine Ahnung was. Also in den Hauptstädten soll das wohl alles gegeben sein, damit man nicht immer rumfliegen muss. Natürlich ist jetzt Dalaran bis zum 7. Dezember, denke ich mal, noch so die bessere Wahl, weil natürlich alles sich dort abspielt. Quests, der Raid noch, wer noch raiden geht, etc., ist natürlich dort auf jeden Fall besser aufgehoben als irgendwo anders. Aber ja, gut. Ja, dann kommen wir zum Heroischen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber ich kann ja jetzt mal so, das ist der Kopfbereich so, das sind die Schultern. Sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Also auf den Bildern, die ich gesehen habe, fand ich die schrecklicher. Aber so ist okay. Kann man mit leben. Das ist, denke ich mal, ein Stückchen höher. Also dann gibt es die, denn ja, keine Ahnung, ich müsste mir noch, also denke ich mal, wenn man auf Heroisch schaltet, dass man die heroischen Abzeichen bekommt. Und ja, dann das so machen kann. Gut, dann gucke ich mir mal kurz das.
Hero-DD-Zeug an, weil das interessiert mich ja am meisten eigentlich. Beziehungsweise wer weiß, ob ich überhaupt noch DD machen möchte. Okay, das Hero-Equip sieht so aus, lila. Ja, ist ein bisschen abgeblasen. Das finde ich, das Knallige ein bisschen besser. Dann kennt man den Priester direkt. Ja, schick. Also geil, kann ich nicht mehr zu sagen. Gefallen. Ich fahre jetzt einfach mal weiter. Und ja, wir fahren einfach jetzt mal weiter. So, hier hochgefahren. Hier geht es nicht mehr weiter. Ganz okay, zeige ich euch jetzt nicht. Ich fahre jetzt einfach mal hier so ein bisschen rum. Und dann will ich auch rausfahren, beziehungsweise ja, rausfahren. Ich will nicht irgendwie rumfliegen oder so. Ich will mir das auf jeden Fall alles noch. Na, hier oben fahre ich jetzt nicht hoch. Ich will mir das auf jeden Fall alles noch alleine angucken, ohne dass ich darüber fliege, ein paar Sachen ersichtigen und so. Dann nehme ich euch jetzt einfach mal mit. Ja? Ob ihr das wollt oder nicht, ihr könnt ja dann abschalten, wenn es euch nicht gefällt. Aber vielleicht für diejenigen, die sich überlegt haben, mit WoW wieder angefangen, mit WoW wieder anfangen oder nicht, die können sich das da einfach mal angucken. Also hier ist der Gastwirt, sehe ich schon. Da hinten sind Aktionator. Die Bank, denke ich mal, ist das da irgendwo. Gildenmeister. Ja, ich fahre jetzt mal raus. Das ist so viel. Warte mal, ich fahre mal wieder zurück, damit das von Weitem seht. Neu aufgerüstet, weil die ganzen Leute stehen mir jetzt im Weg. So. Dann fahren wir jetzt einfach mal raus und gucken uns das an.